Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Jens Bahr. Ich beschäftige mich heute in dem Vortrag mit dem Lernen auf dem iPad. Der ganze Titel hat nicht auf diese Seite gepasst, deswegen nochmal hier übersichtlich. Situationsbezogenes Lernen, Wissen komprimiert und unterhaltsam auf dem iPad vermitteln. Es geht also ums Lernen. Und solange wir nicht von Kollegen in der Firma lernen oder Präsenztrainings haben, sind wir meistens uns selbst überlassen und müssen uns selbst etwas beibringen. Und das passiert heute multimedial. Das heißt, wir haben eigentlich Text, Ton, Film etc. alles auf dem Laptop oder auf dem Computer und können uns so selber etwas beibringen. Manche Leute werden auch noch mit Büchern etwas lernen, aber auf den Laptop passen einfach mehr Daten drauf und wie gesagt multimedial. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass alle auf dem Laptop auch lernen. Das Laptop hat im Vergleich zum Computer oder zum Desktop-Computer einen Vorteil. Das Laptop kann man mitnehmen. Das heißt, wenn wir auf dem Laptop lernen, schaffen wir das an jedem Ort und zu jeder Zeit auf der Welt, dass wir an die Informationen kommen, vorausgesetzt, dass wir eine funktionierende Netzabdeckung haben. Jetzt haben sich einige Leute gedacht, das Laptop ist aber zu schwer. Wir machen das Ganze etwas kleiner. Und die Entwicklung ging hin zum Webbook. Das war im Grunde genommen nichts anderes als ein Laptop, nur eben kleiner. Es hatte eine Tastatur, eine Maus, ein Touchpad und es war nichts Neues. Vor ungefähr 3 Jahren hat dann die Firma Apple das iPad entwickelt. Das war eine Neuerung, sowas in der Art gab es noch nicht und es wurde anfangs auch ziemlich belächelt. Es hatte ja keine Tastatur, es hatte keine Maus, man musste irgendwo darauf rumdrücken, direkt auf dem Monitor oder auf dem Bildschirm. Und es hatte keine richtigen Programme, es waren einfach nur Apps, die da drauf lagen. Und es war im Grunde genommen nichts anderes als ein großes iPhone. Das iPhone gab es schon 2 Jahre vorher, dann kam das iPad raus, es war einfach nur größer und man konnte damit nicht mal telefonieren. Nichtsdestotrotz haben andere Firmen auch Tablets nachgelegt. Der Tablet-Computer oder der Tablet-Rechner hat sich durchgesetzt mit mehreren Betriebssystemen von mehreren Herstellern. Ich werde aber jetzt bei diesem Vortrag einfach vom iPad sprechen. Das, was ich sage, wird auch für alle anderen Tablet-Rechner Gültigkeit haben. Also, es gilt darum, Wissen auf dem iPad zu vermitteln. Und Wissensvermittlung an sich ist ja schon schwer genug. Und wir wollen das Ganze auch noch komprimiert und am besten auch noch unterhaltsam vermitteln. Warum müssen wir das Ganze komprimiert und unterhaltsam vermitteln? Dazu schauen wir uns einfach mal das iPad an, beziehungsweise auch die Konkurrenz auf dem iPad. Damit sind keine anderen Lerneinheiten gemeint, sondern wirklich, was mache ich mit dem iPad? Was finde ich auf einem iPad? Einmal Mails checken. Da kann ganz schön viel Zeit bald drauf gehen, ist auch interessant, Mails checken, Mails schreiben. Es gibt das Internet, da kann ich auch sehr viel Zeit verbringen. Und wenn ich mal nicht online bin, habe ich mir bestimmt ein Buch runtergeladen oder einen Film runtergeladen. Ich habe eben sehr viel zu tun auf diesem Tablet. Das sind nur 4 Applikationen. Auf meinem iPad sind noch Unmengen mehr. Der größte Feind des mobilen Lernens auf dem iPad allerdings ist das mobile Spielen. Meine Meinung. Und das ist eine sehr große Konkurrenz. Und da muss man sich die Frage stellen, was können wir dagegen tun? Und die Antwort ist erstmal nichts. Und wenn wir genauer gucken, wirklich nichts. Eigentlich müssten wir doch nur unsere Lerneinheiten interessant genug gestalten, dass wir doch konkurrenzfähig sind. Dazu schauen wir uns mal die Gegebenheiten auf dem iPad an. Das ist ein anderes Medium als der bekannte PC bzw. mein Laptop, das Sie hier sehen. Das Laptop ist relativ groß, ich habe ein Browserfenster, in dem Browserfenster kann locker eine Lerneinheit Platz finden und ich kann noch mehrere Fenster aufmachen, ich kann das hin und her schieben, also Platz habe ich satt. Auf dem iPad sieht das Ganze anders aus, es ist etwas kleiner. Es hat zwar eine gute Auflösung, das ändert aber nichts daran, dass es ziemlich klein ist. Und wenn wir genauer hingucken, es ist immer Vollformat, wir können da keine Fenster aufmachen. Vollformat haben wir das, wenn wir eine
App aufmachen, beziehungsweise wenn wir die Lerneinheit über eine App aufrufen, rufen wir sie über unsere Lernplattform auf, haben wir eventuell auch noch eine Browserleiste oben mit drin, was uns ein bisschen am Format unten wegnimmt. Das kann man aber weggestalten, das ist nicht das Problem. Wie gesagt, wir arbeiten vollflächig bei vielen Lerneinheiten, die Sie schon kennen. Von dem PC arbeiten wir auch vollflächig. Wir haben immer eine Navigationsleiste unten. Es wird also nicht gescrollt. Auf dem iPad wird auch generell nicht gescrollt, es sei denn, wir machen eine Internetseite auf, die das wirklich, wo das vonnöten ist. Des Weiteren gucken wir uns die Bedienung an. Wir haben keine Maus, wir haben halt nur unsere Finger. Und das müssen wir beim Gestalten auch beachten, damit wir zum Beispiel Icons oder Links nicht zu klein gestalten. Es gibt bei ganz vielen Lerneinheiten, die einfach übertragen werden, das Problem, ich treffe meine Links nicht und ich treffe meine Buttons nicht. Die sind einfach zu klein. Und hier nochmal kurz der Unterschied, Mauszeiger und Finger, es gibt einen Unterschied und das muss man eben beachten. Weitere Unterschiede sind, wir haben keine Maus, es gibt auch keinen Mouse-Over-Effekt und keine Tooltips. Das heißt, am PC kann ich irgendwo mit der Maus drüber fahren, der Mauszeiger ändert sich zur Hand, ich weiß, hier kann ich klicken, das kann ich hier nicht. Es werden keine Buttons sich ändern, weil ich mit dem Finger irgendwie nah an einen Button komme. Es passiert erstmal nichts, es passiert erst dann etwas, wenn ich das iPad, wenn ich den Bildschirm wirklich berühre. Dann erst wird eine Aktion ausgelöst. Aktionen auslösen kann ich auch immer nur per Touch, wenn ich drauf drücke. Das heißt, wenn ich einen Film einbinde, wird die auch immer erst mit einer Aktion ausgelöst. Das funktioniert nicht automatisch. Das gleiche gilt auch für Ton, wenn ich den einbinde. Das muss immer irgendwie ausgelöst werden. Und zur Vertonung, das ist auch mein Lieblingsthema. Gute Lerneinheiten sind vertont. Wenn ich im Internet bin und eine Internetseite aufrufe, ist die meistens nicht vertont, Lerneinheiten schon. Und das ist noch wichtiger auf dem iPad, weil das iPad ist eigentlich mein iPad. Das ist mein persönlicher Gegenstand. Es hat eingebaut einen Lautsprecher, da ist keine Soundkarte, die man ausbauen kann, wie in manchen Firmen gemacht wird. Das heißt, die Lerneinheiten auf dem iPad sollten auch vertont werden. Bitte professionell. Auch wenn jemand gut reden kann, es hat einen Grund dafür, dass es Menschen gibt, die das wirklich gelernt haben, die da eine Ausbildung haben, die nur dieses machen, professionelle Sprecher und auch professionelle Studios. Ich zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Lerneinheit sprechen würde, das wäre grausam, glauben Sie mir. Die Vermittlung der Inhalte, das waren jetzt so die grundlegenden Sachen oder ein paar grundlegende Sachen, wie ein iPad funktioniert, die Vermittlung der Inhalte. Das Bild konnte ich mir nicht verkneifen. Viele wissen was damit gemeint ist. KISS heißt bei uns Keep it short and simple. Das heißt, machen Sie es schnell und einfach. Und das gilt auch, gerade auf dem iPad, da wir auch, dass ein schnelles Produkt ist. Wir haben ganz viele Apps, wir treten in Konkurrenz und wir müssen auch das Wissen komprimiert vermitteln. 8 Minuten. Das ist ein Erfahrungswert, da gibt es keine Studien zu. 8 Minuten sollte eine Lerneinheit dauern. Ob es jetzt 9 oder 7 sind, spielt jetzt keine große Rolle. Das ist so der Anhaltspunkt. Und Sie fragen sich sicherlich, was kann ich in 8 Minuten vermitteln? Sie können Sachen anteasern. Sie können aber auch längere Inhalte in 8 Minuten vermitteln, indem Sie die Sache einfach aufteilen. Machen Sie, wenn Sie 32 Minuten haben, eben 4 Module daraus. Wichtig dabei ist nur, diese müssen eigenständig sein. Eigenständige Einheiten, die einen Einstieg haben und einen Abschluss haben. Im Vergleich mit einer Fernsehserie, wenn Sie erst bei Folge 37 das erste Mal irgendwo einschalten, wissen Sie nicht, worum es geht, kommen Sie nicht rein. Und wenn diese Folge auch noch aufhört mit die Auflösung nächste Woche, ist das im Fernsehen ärgerlich. Bei uns hat man nichts gelernt. Der Lerner wird allein gelassen. Deswegen abgeschlossene Einheiten. Das ist auch vor allen Dingen wichtig, damit wir weiter in Konkurrenz treten, weil die Konkurrenz kennen Sie ja. Wie sieht jetzt so eine Einheit aus? Wir haben ein Format entwickelt, das sind die TT Knowledge Nuggets. Die können Sie auch hier am Stand sehen. Da haben wir uns einen Aufbau ausgedacht. Ein einfacher Aufbau, Trailer, Hauptteil auf einen Blick und weiterführende Infos. Dieser Aufbau ist sehr variabel zu sehen. Das ist nicht in Stein gemeißelt und das sind auch nicht Elemente, die
jedes 2 Minuten lang dauert, sondern es ist variabel zu sehen. Und wie das aussehen kann, zeige ich Ihnen jetzt. Starten mit dem Trailer. Da wird der Lerner reingezogen in das Lernelement, in das Lernobjekt. Machen Sie den Lerner neugierig auf das, was passiert. Das kann auch informativ sein. Das kann amüsant sein, interessante Geschichten, überraschende Geschichten, wie auch immer. Das hängt natürlich vom Inhalt ab, den Sie vermitteln möchten, aber kreieren Sie eine Geschichte, die den Lerner reinzieht. Zum Beispiel Animation eines Telefongespräches oder eine Geschichte im Comic-Stil. Das kann ein Filmchen sein. Es gibt kleine Programme und Webseiten, die solche kleinen Filme für Sie machen. Also Sie müssen halt ein bisschen was eingeben und das geht fast automatisch. Ziehen Sie den Lerner rein, damit er interessiert ist. Sie können auch Animationen verwenden oder halt im Clip-Stil einen Trailer machen. Das bleibt Ihnen überlassen. Seien Sie variabel. Der Look drumherum sollte einheitlich sein bei Ihren Sachen. Der Inhalt selber soll variieren, damit es interessant bleibt. Hier ist mal ein Beispiel. Das muss ich, glaube ich, so abspielen. Wir suchen ständig nach Lösungen für Probleme. Dabei fallen wir häufig in bereits bekannte Denkmuster zurück und sehen nicht alle Möglichkeiten, die sich uns bieten. Oft gibt es verschiedene Sichtweisen eines Problems. Der Visionär präsentiert eine Möglichkeit nach der anderen, während der konservative Typ auf bereits etablierte Lösungswege besteht. Jede Sichtweise ist irgendwie richtig. Und wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, wie soll ich mich entscheiden, wenn alles richtig ist? Das war jetzt der Trailer zu einem Knowledge Nugget, wo es um die Technik der 6 Denkhüte von Edward de Bono geht. Das wird dann, der nächste Part wird halt der Hauptteil sein. Ich zeige wieder verschiedene Beispiele. Im Hauptteil wird wirklich gelernt. Das heißt, dort beziehen wir uns auf den Trailer und erklären, welche Sachen im Trailer gut gelaufen sind, schlecht gelaufen sind, zeigen Lösungsmöglichkeiten etc. Das kann dann auch textlich passieren. Das kann über einen Test passieren, so einen Brigitte-Test, sage ich immer, der natürlich aufgelöst werden muss, der Verhaltenstipps gibt. Da sind Sie auch frei, wie Sie dem Lerner das beibringen. Natürlich sollten Sie auch das Layout, das Sie im Trailer etabliert haben, die Elemente mitnehmen auf den nächsten Seiten. Und wenn ein Konzept oder wenn ein Inhalt einfach zu kompliziert ist, geben Sie ruhig ein Beispiel, wie das Ganze funktioniert. Wenn ein Trailer vielleicht zu lang ist oder wenn es sich anbietet, nehmen Sie ruhig die Lerninhalte, was gelernt werden soll, mit in den Trailer. Dann bilden der Trailer und der Hauptteil eben eine Einheit. Das ist auch möglich. Das ist eben diese Variabilität, dass das ruhig mal ineinander laufen kann. Zwischenbemerkung, also gehen Sie kreativ mit dem Aufbau um und seien Sie abwechslungsreich. Lieber einmal zu albern werden, als immer zu langweilig zu sein. Und wenn Sie albern werden, bleiben Sie bitte bei den Fakten. Erzählen Sie keinen Unsinn, was Sie beibringen wollen. Das verwirrt den Lerner nur. Machen Sie vielleicht einen kleinen Twinkle in the Eye, einen kleinen Effekt, wo man ein bisschen lächelt und das war es dann auch schon. Auf einen Blick. Auf einen Blick ist eine Seite, die geht nochmal auf die Inhalte ein, noch ein bisschen detaillierter. Das ist explorativ, das heißt, der Lerner kann auf die Icons klicken und es erscheinen immer Informationen dazu. An diesem Teil oder an dieser Stelle haben wir auch keinen richtigen Einfluss mehr auf die Lernzeit. Ich habe vorhin 8 Minuten gesagt, hier kann und darf sich der Lerner auch gerne länger aufhalten. Und wenn er sich hier länger aufhält, haben wir auch schon gewonnen, weil dann ist er interessiert, möchte Details wissen und klickt das auch alles durch. Er hat auch was davon. Da natürlich auch Übernahme von Elementen, die schon im Trailer und Hauptteil aufgetreten sind, damit das Ganze schön einheitlich ist. So, kommen wir jetzt zu den weiterführenden Infos. Vielleicht denken Sie, warum weiterführende Infos? Wir haben ja schon eigentlich die Details gehabt. Weiterführende Infos fassen wirklich nochmal diese gesamte Lerneinheit zusammen in einem PDF. Da steht nochmal alles das drin, das kann man weiterleiten, das kann man drucken, das kann man sich nochmal durchlesen, oldschool, das kann man speichern. Und das Wichtigste ist, es sind weiterführende Informationen. So eine kleine Lerneinheit kann manchmal nicht alles wirklich in der Tiefe übermitteln, was wir übermitteln wollen. Deswegen auch noch ein paar Links ins Internet, wo man wirklich nochmal tiefer in die Materie eintauchen kann, wenn man möchte. So viel zum Aufbau und Inhalt.
Was brauchen Sie noch? Wiedererkennbares Layout, natürlich in Ihrem Corporate Design. Wiedererkennbare Elemente, das heißt, der drumherum, der Layout-Aufbau muss wiedererkennbar sein. Und natürlich viele Ideen. Und IT. Ich habe jetzt die ganze Zeit Inhalte gezeigt, eher Soft-Skill-Themen. Was ist mit IT-Schulungen? Die kann man natürlich auch auf dem iPad machen. Das funktioniert genauso und alle genannten Sachen treffen auch auf IT-Schulungen zu. Es gibt einen Unterschied, der Inhalt ist vorgegeben. Wir können, wenn wir ein IT-Programm schulen wollen, nicht das IT-Programm ändern. Wir haben eben das Programm. Und da gibt es halt zwei Formate, die man anwenden kann. Man kann, wie Sie es vielleicht kennen, den ganzen Bildschirm nutzen, um diese Anwendung halt zu schulen und dann legen wir die wichtigen Sachen halt drüber in Fenstern oder wir machen halt nur einen kleinen Ausschnitt und die wichtigen Sachen, was geschult werden soll, die Anmerkungen, Arbeitsanweisungen stehen daneben. Diese beiden Unterschiede kann man dann machen. Hier gilt natürlich auch, keep it short and simple, 32 Minuten, am besten aufteilen in 4 Module, aber auch hier bitte wieder eigenständige Einheiten. Seien Sie ein Autor, teilen Sie die Sachen wirklich sinnvoll auf. Und die Kreativität kommt auch bei IT-Schulungen nicht zu kurz. Das ist das Thema szenariobasiertes Lernen. Kreieren Sie ein Szenario um die Lerneinheit rum. Wenn es zum Beispiel darum geht, ein Programm zu schulen, das sich um Lagerbestände kümmern soll, dann sagen Sie einfach, irgendjemand hat schon wieder die 12er Dübel aus dem Regal genommen, nicht nachbestellt, wie mache ich das jetzt am schnellsten? Und dann startet die Lerneinheit und zeigt genau, wie man eben diese 12er Dübel nachbestellt. Der Titel nochmal der Veranstaltung oder dieses Vortrags, situationsbezogenes Lernen, Wissen komprimiert, habe ich erklärt, wir müssen schnell sein auf dem iPad, weil das Umfeld auf dem iPad auch schnell ist. Unterhaltsam, wir müssen in Konkurrenz treten. Bleibt noch situationsbezogen. Ist eigentlich ein Begriff, der sich fast von selbst erklärt. Damit ist gemeint, dass wir diese Einheiten auf dem iPad auch wirklich dann uns anschauen können, dann lernen, wenn wir sie wirklich brauchen. Wenn wir einen Pool haben an verschiedenen Lerneinheiten auf der Lernplattform, kann ich auf dem Weg zu einem Kunden im Ausland mir nochmal schnell angucken, wie verhalte ich mich denn jetzt da überhaupt? Oder ich brauche Informationen für einen Vortrag oder für irgendetwas, Konzepte. Nochmal schnell angucken auf dem Weg dahin oder einen Tag vorher im Zug. Oder wenn die Kollegen, wenn es mit den Kollegen Ärger gibt, Konfliktbewältigung, zwei Kollegen gegeneinander, kann ich dann das schön zu Hause abends nochmal durchlesen. 8 Minuten dauert nicht lange. Es ist besser, als wenn man das macht, während die Kollegen daneben stehen. Also diese kleinen Lerneinheiten können wirklich in jeder Situation passend dann ausgewählt werden. Kleine Lerneinheiten, geben Sie die Ihren Mitarbeitern wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, machen Sie eine Serie daraus. Immer wieder per E-Mail eine neue Lerneinheit nachschieben, im selben Look, in derselben Gestaltung. Wenn die interessant ist, bleiben Ihre Mitarbeiter auch dabei und gucken sich jede Lerneinheit auch an. Natürlich wird es dann gespeichert, auch auf der Lernplattform. Die Frage, warum iPad und nicht das Laptop? Das iPad ist kleiner, das iPad ist schneller, ich mache es auf, es ist sofort an. Ich habe meine App, die kann ich aufmachen. Es ist einfach schöner, damit zu arbeiten. Man muss nicht immer den großen Rechner rausholen. Meistens ist die Batterielebensdauer eines iPads auch besser als die eines Laptops. Es ist einfach, der Convenience-Gedanke ist größer bei dem iPad. Aber eigentlich wäre das Thema für eine eigene Präsentation und dann würde ich auch noch zu dem Tablet-Rechner, Laptop, Tablet und auch noch Smartphone zunehmen. Da könnte man eine eigene Präsentation draus machen und diskutieren, was jetzt das Beste ist. So, Fazit der ganzen Präsentation. Wie soll die Wissensvermittlung auf dem iPad aussehen? Es ist ähnlich wie eine Wissensvermittlung auf dem Rechner aussehen soll. Kurze Lerneinheiten, keep it short and simple, attraktive Gestaltung, interessanter Inhalt, verschiedene Medien, humorvoll und natürlich niveauvoll. Und manchmal dürfen Sie dabei auch ein wenig albern werden. So,
Am Anfang habe ich die Frage gestellt, was können wir gegen die Konkurrenz auf dem iPad machen? Und da habe ich gesagt, eigentlich können wir dagegen nichts tun. Die Frage ist auch gemein, deswegen stelle ich sie anders. Können wir Lernen auf dem iPad attraktiv gestalten? Wir sind der Meinung, ja, das können wir. Und wie immer gibt es einen Wermutstropfen. Es kostet Zeit und Kreativität. Gerade hier funktioniert nichts automatisch. Vielen Dank. Ich übergebe jetzt an die Kollegin Susanne Thiele.